Hi Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay. Ne, mit dem zweiten Teil des Aufschwung Ost Gameplays. Das wollte ich sagen. Wir waren hier stehen geblieben und wir sollten mit dir reden. Ich warte. Ja, ich auch, aber wie lautet denn der Plan? Nun, wir sind hier. Wir denken nach. Oh, super. Haben wir Jaffets Torheit erreicht? Schwer zu sagen. Das Wetter ist hier alles andere als großartig. Haldin ist bekannt dafür, seine Verstecke mit Magie zu tarnen. Wenn wir uns um ihn kümmern, sollte die Bahn für einen ungehinderten Angriff auf die Insel frei sein. Ach so, und das ist natürlich meine Aufgabe, oder? Bisher habt ihr euch als hilfreich erwiesen. Diese Tölpel haben zu viel Angst vor Haldin, um einen Finger zu rühren, bevor der Nebel sich gelichtet hat. Wenn ihr der Gesellschaft also einen weiteren Dienst erweisen wollt, könnten wir diese Angelegenheit ein für alle Mal hinter uns bringen. Erledigt Haldin. Wir kümmern uns um den Rest. Wieso habe ich das nicht erwartet? Mal eben hier noch eine schnell speichern. So. Ich schätze mal, ich soll jetzt absteigen, nämlich hier ist Eis. Ja, Leute, ich würde da mal so sagen. Ich als wildfremder Typ, der noch nicht mal mehr gebildet wurde. Ja. Ich würde mich natürlich auch auf irgendeinen x-beliebigen Abenteurer verlassen. So, Jaffets Torheit. Ich schätze mal, da wo das Boot oder Schiff liegt, da ist auch meistens der Eingang. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt auf das Schiff da hinten warten musste. Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen dumm, wenn ich jetzt hier einfach vorgehe. Oh, ne. Ach, scheiße. Oh, ne. Oh, ne, jetzt wäre ich schon wieder... What the fuck? Ich werde übelste kaputt gemacht. Okay, also das war jetzt extrem scheiße. So, Gesundheit erstmal erhöhen. Jetzt muss ich erstmal hier den ganzen Scheiß reinziehen. Boah, Junge, was falsch? Wer schießt denn da auf mich oder Magie auf mich oder wie auch immer, wirkt Zauber auf mich. Alter, wenn das dieser komische Öl, den ist, ey. Du siehst mich nicht. Die Sicht ist übrigens jetzt so komisch verschwommen, weil ich habe ja diesen Schlafbaumsaft gesüppelt. Der hat, wer sich das durchgelesen hat, der hat um 100 Punkte meine Gesundheit erhöht. Das war ein komischer deutscher Satz, aber naja. Ah, jetzt wirkt er aber auch schon nicht mehr. Bam! Bluttalker, meine Fresse. Ich wurde ja gerade sowas von kaputt gemacht. Ich bin die ganze Zeit hier noch gespottet, also zumindest. Schön. Kann passieren. Ach, nicht im Ernst, oder? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Das ist ja schön. Ich werde mal irgendwas versuchen. Okay, lassen wir es lieber, obwohl. Ja, bam. Die hat natürlich keine Ahnung, dass ich in ihrer Base bin, denn warum auch? So, so muss es sein. Kann ich das jetzt so öffnen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Dann suchen wir mal diesen Yaldin oder... Ich kann mir solche Namen einfach nicht merken. Die sind irgendwie so komisch. Weiß auch nicht. Ah, Hunger habe ich jetzt nicht gerade. Hä, wo ist denn der? Ist da jemand? Nein. So, dann komm mal her. Ah, das ist jetzt ein bisschen dumm hier zu stehen. Boah. Was war das? Gar nichts. So. Ich hoffe, es funktioniert.
Ich sagte, ich hoffe, es funktioniert. Hallo. Ja, super. Boah. Oh nee, der hat dieses scheiß Eis. Es ist so ein Abfuck, wenn man davon getroffen wird. Da braucht man jahrelang, um zu seinem Gegner hinzukommen. Das mit dem Jahre, das bringt mich gerade auf eine Idee. Zeit verlangsamen. Nein. Doch. Ja, ist auch schade, wenn man einfach keine anständigen Zauber oder Schreie hat, ne? Dovahkiin FTW. Oh, ich dachte schon, das wäre wieder so ein scheiß Dietrich-Teil. Ist manchmal richtig scheiße, diese... Scheiße? Einfach richtig, manchmal richtig scheiße, diese scheiß Schlösser zu knacken, die auf Meister sind. Das dauert meistens so Jahre, weil die einfach nicht wollen. Ach so! Ach, was soll das denn jetzt? Jetzt habe ich mich da oben durchgekämpft und soll eigentlich in diesen Tunnel, ey. Das ist ja super. Ja, das ist ja jetzt fein. Da ist eine Schlammkrabbe. Bam. Scheiße. Ach, war Absicht. Jetzt hör doch mal auf zu lenken, du scheiß Konsolenportierung. Oh, das ist peinlich, peinlich. So. Ein bisschen Waffenvielfalt muss da auch mal hin. Hallo? Bluthawker. Was leckt das denn immer? Das ist echt einfach nur behindert. Na, da ist noch ein guter Zaubertrank drin. So. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass ich mich von unten reinschleiche, dann wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Zeit verloren, auch wenn ich vielleicht die Gegner ganz am Ende, wenn ich aus diesem Turm oder aus dieser Katakombe wieder rauskomme, hätte ich sie zwar eh getötet, wahrscheinlich, aber ist ja jetzt auch egal. Fallen können mir egal sein, ich habe Schleichen auf 100. Wow. Das war natürlich geplant. Ne, also nicht denken hier, das war einfach scheiße. Ne, ne, das war schon geplant, an dem so episch vorbeizurollen und so riskieren, dass er mich sieht. Ja, ja. Bam. Da schätze ich, muss ich mal nicht lang. Scheiße. Ein bisschen wenige Wachen, würde ich mal so behaupten. Und ich würde mal so behaupten, der ist oben, ganz oben. Warum auch nicht? Ich meine, wenn man schon das Ziel ist, dann sollte man auch ganz weit oben im Turm sein, in den man rein muss. So, da ist er auch schon. Ich mache jetzt mal einen Schnellspeicher, denn ich muss ja jetzt so vorbeirollen. Hat wunderbar funktioniert. Was hat denn der erstmal dabei? Ein bisschen Hockerfleisch, Schlüssel. So. Was macht denn der? Der hat die ganze Zeit da drauf gestarrt. Arcana Verzauberer. Benutze ich sowas von keinem... Kein bisschen diese Dinge, also ich meine, ich stehe nicht so auf Verzauberung und so ein Scheiß. Ich habe da schon eher lieber ein Schwert in der Hand. Ja. Ui. Gerade verschluckt, Entschuldigung. Jetzt würde ich mal sagen, können wir auch frei nach unten rennen, denn ich glaube, jetzt ist der schwerste Gegner eh tot. Ach so, hier geht's dann auch schon raus. Jetzt hör doch mal auf zu laggen, du scheiß Konsolenportierung. Ich kann's immer nur sagen, empfohlen von... Hallo? Also empfohlen von Bethesda, Nvidia GTX 420,
Ich habe eine 460. Er ist doch tot, was ist euer Problem? Also, wie gesagt, ich habe 460er. Ach. Und ihr wisst schon, Konsolenportierung. Wer schießt denn da? Seid ihr alle behindert? Der ist doch tot. Da seid ihr ja. Ja, ich habe ihn getötet. Beeindruckende Arbeit. Wir haben den Angriff begonnen, nachdem ihr den Nebel gelichtet hattet. Hoffentlich habt ihr keine Querschläge abbekommen. Ach. Wir können zurückkehren, sobald es euch passt. Wir haben allen Grund zum Feiern. Seid ihr bereit zu gehen? Ja, wieso nicht? Alle an Bord. Tja, ich habe ein paar Querschläge abbekommen, würde ich mal so behaupten. Aber auch nur ein paar. Seid ihr bereit zu gehen? Ja. Alle an Bord. Hä? What the fuck? Okay, was auch immer es war. Was geht mit... Okay, da war jetzt gerade Skyrim halt ein bisschen buggy. So. Zeigt es diesen Piraten. Das Piratennest ist schon Geschichte. Ihr wisst ja nicht, wie viel einfacher ihr meine Arbeit gemacht habt. Vielleicht wird Adelaisa endlich ein wenig entspannter. Aber wahrscheinlich nicht. Ach ja, eure Bezahlung. Ja. Die Gesellschaft dankt euch für eure Dienste. Sollten wir euch einmal helfen können, kommt vorbei. Nicht im Ernst! Ach so, ich dachte schon, kein Gold hier. Ja, das war's mit Aufschwung Ost. Es war ein netter Quest. Hat man mal ein bisschen Location gesehen. Also war zwar nur einer, aber mit dem Schiff hinreißen, infiltrieren, beziehungsweise so, wie ich das gemacht habe. Das war ja nicht so richtig gut, aber naja, war nett der Quest. Und ja, wie gesagt, habt ihr Quests, die ich in Skyrim zocken soll, ab in die Kommentare, ich mache es. Und ja, ich würde sagen dann, ich bin raus, haut rein. I can't stop.